Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der französischen Map. Ich bin der Schotti von der Test Area und wir müssen mal gucken hier wegen dem Bedarf. Unkraut, Kalk, Walzen. Unkraut ist zweitrangig, aber wir müssen kalken, bevor wir ansehen. Nach dem Ansehen Walzen und Striegel. Was ist hier? Wachsend. Unkraut. Benötigt Kalk und muss auch gewalzt werden. Ich will ja hier auch ansehen. Also, das erste, was wir machen, ist, glaube ich, kalken. Nein. Nein. Den Fehler mache ich nicht. Nochmal. Nein, 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 nein. Warum kann ich nicht einsteigen? So. Das erste, was wir machen werden, ist düngen. Wir werden eine Düngestufe aufbringen. So. Dafür brauchen wir... Ach, das ist leer, das Schmuckstück. Okay. Wir holen Dünger. Oh Mann, 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 oh Mann. Das ist hier. Kornkali, Mineraldünger. Den, warum kann ich nicht einsteigen? Warum kann ich nicht mit E da einsteigen? Ich kann auch hier nicht mit E einsteigen. Warum? Moment. Aha. Jetzt. Jetzt geht's wieder. Ich hatte den Flugmodus an. Und dann kann man wohl nicht einsteigen. Okay. 3000 Liter brauchen wir noch. Nein, das ist der falsche Gebiet. Kalk. Da ist einer drin. Ich brauche insgesamt drei. So. Ran an die Säcke. Auftanken. So, H45, hier wird eben aufgeräumt. Herbizid lasse ich da stehen. Brauche ich vielleicht noch für Missionen oder so. Den fahren wir zum Händler. Wir holen jetzt einen Ballensammelwagen. Für Rundballen natürlich. Natürlich. Da kommt der Gegenverkehr. Moin! Ach, ist das schön, wenn man wenigstens einige Sachen parallel laufen lassen kann. Dank Cosplay, dank Autodrive. So. Wir brauchen... Das ist der aktuell für Rundball beste, finde ich. 24 Ballen. 50.500. Die lassen wir so. Und nehmen wir mit. Den fahren wir jetzt zu Feld 37. Und dann werden wir uns erstmal ist angekommen. Sehr schön. So, Feld 37. Zack. Und dann kümmern wir uns erstmal um den Dünger. Der Düngerstreuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat eine Arbeitsbreite von 42 Metern. Haben wir denn einen Feld 40 Kurs mit 42 Metern gespeichert? 24 und 6 Meter. Okay. Das heißt, wir müssen hier erstmal den Kurs wieder erstellen. Das mit dem Düngen
Ja, wir erstellen den Kurs, aber wir werden ihn nur ein einziges Mal brauchen, jetzt zum Fortschritt. Also. So, 41 hoch, runter, weich, Anzahl Vorgewinde 1, Uhrzeigersinn, Reihenprobe braucht sich automatisch auf Bahnen generieren. Danke. Danke, danke, danke. Erster Wegpunkt, Helfer einstellen und er streut schon wieder. Das ist die neue Crossplay-Version. 17er ist das, ne? Und er streut beim Losfahren. Obwohl er noch gar nicht am Zielpunkt angekommen ist. Schade, schade, schade. Macht nichts. Macht nichts. Die Leute von Crossplay arbeiten so auf Hochtouren. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Da hat man Geduld. Da hat man wirklich Geduld. So, wie weit bist du denn hier mit der Mission? Die ist schon längst abgeschlossen. Zuklappen. Kurs löschen. Probahn. 5000. 29, 46, 29. Wir nehmen erst die 29. Da waren wir sogar schon. Sehr gut. Feld 29. So, dann haben wir jetzt schon zwei fertige Missionen, die wir da liegen haben, und fangen die dritte an. Das ist gut. Du bleibst hier stehen, Motor ist aus. Du arbeitest. Nee, dann brauchst du nicht stehen bleiben. Ich habe mir überlegt, wir sammeln die Ballen tatsächlich schon mal hier runter. Weil die müssen ja, ne? Das ist ja jetzt noch Gras gewickelt. Und die müssen ja jetzt noch gären. Ich will aber hier schon mal das Feld weiter bearbeiten. Ach, was freue ich mich, wenn auch Crossplay wieder den Ballen sammeln, wagen, steuern. Ne? Das wird wieder toll. Das wird alles wieder so toll. Ach, Leute. Jetzt ist so. Wir haben uns ja lange gequält hier, ne? Aber ich sage es euch. Ab dem nächsten Erntezyklus kommt so viel Kohle rein hier. Das geht jetzt auf dieser Map ruckzuck, Knall auf Fall. Schlag um Schlag. Trotzdem wäre ein dritter Traktor schön. Wir brauchen mindestens drei Traktoren. Eigentlich vier, aber mindestens immer drei. Wenn die jetzt, ich würde die ja auch auf dem Hänger liegen lassen zum Gehen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass sie auf dem Anhänger gären. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sammle den mal voll. Da das Gras diesmal höher war, haben wir mehr Ertrag und somit auch mehr Ballen, sehe ich gerade. Oh oh. Okay, wir brauchen jetzt einen Ort, wo wir die Ballen hinlegen können, wo sie nicht stören. Damit die da in Ruhe gehen können. Was machen wir mal hier? Ja, ich lade die mal hier einfach ab. Vor der Terrasse. Ja, so kann ich dann, wenn ich draußen sitze, Pizza esse und so weiter, einfach mal aufstehen und nach den Ballen gucken.
Wunderbar. Was machen die anderen? Du bist fertig mit Düngen gleich. Das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut mit dem Düngen. Dann kann ich dich vielleicht aufs andere Feld setzen. Löschen. Haben wir. Der ist bei der 29 zu weit. Mit Flügel. So, haben wir bei der 38 6 und 24 weiter. Nein. Wir haben hier keinen Düngenkurs. Den werden wir aber hier fest brauchen bei der 38, den Düngenkurs. Deshalb werde ich den auch erstellen. Ja. Und dann speichern. Tue ich das mal eben schnell. So. Job erstellen. Jetzt wird es aber spannend. Ne? 42 Meter hoch, runter, weich. Ein Vorgelände im Uhrzeigersinn auf Bahnen. Ich generiere den mal. Ja. Lassen wir ihn einfach so. Weich Bahnen. 42 Meter. Kurz speichern. 38. 38 weich beginnend auf Bahnen mit 42 Metern Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher. Arbeitsbreite. Gott. So. Und los. Sehr gut. Robert, Robert. Dann weiter geht's jetzt hier. Nächsten Sprung ballen. Boah, das gibt Kohle. Leute, auf dem kleinen Stück Gras gibt das schon so viel Kohle dann. Jetzt. Wird spannend. Ich habe gerade was entdeckt. Und das werde ich jetzt mal experimentiermäßig einfach gleich austesten. Ich zeige euch das. So. Und zwar habe ich Folgendes entdeckt. Das ist ja klar, ne? Die sind jetzt hier am Gären. 1%, 2%. Jetzt kann ich hergehen und die, die auf dem Anhänger sind, auch mir anschauen. Ne? Ich kriege die nicht gepackt, aber ja, 2%, 3%. Ich werde das Experiment machen. Ich werde die auf dem Anhänger lassen. Ob die da weitergehen, das wäre schon mal ein Arbeitsschritt weniger für mich. Ah, ich musste niesen mal wieder. Entschuldigung. Moment. Muss da, glaube ich, erstmal gleich einschreiten. Das Silo ist leer. Ja. Nichts drin. So, es ist gedüngt. Das braucht noch Kalk. Wie ich das angezeigt. Das Silo ist leer. Tatsächlich. Wenn da jetzt was drin wäre, würden die mir das dann zeigen. So. Dünger ist erledigt. Ich habe sogar noch ein bisschen was drin.
stellen wir mal wieder hier ab. Und als nächstes brauchen wir Kalk. Kalk brauchen wir Unmengen wieder. Das ist so. Ich möchte mit Feld 40 beginnen. Wir können den Mulcher wieder verkaufen. So, dann brauchen wir den Modus. Das ist abholen und abliefern. Das ist immer noch abladen. Und das ist abholen. Ziel ist Feld 40. Zugstation Süd nicht. Oh, das ist hier. Zielort. Produktionen. Habe ich noch nicht. Fahr mal Zugstation Süd hin. Habe ich noch nicht das Kalkwerk an. Also. Nee, so geht das ja nicht. Der ist jetzt unterwegs Kalk holen. Das ist auch gut so. Genau die. 40.000 Euro. Jetzt sind wir unter 100.000 Euro gerutscht. Aber das kriegen wir wieder raus. Das ist ja nicht das Ding. So, Feld 37. Du wippst nicht, ne? Nein. Okay. Ich halte dich mal an. An. Tatsächlich. Wir haben noch nicht. Den Wegpunkt erstellt zum Kalkladen hier. Na sowas. Ich würde das dann nennen Kalkstation Süd, dass ich mir da immer Kalk hole, ne? Aufzeichnung beenden. Kalkstation Süd klicke ich mal an. Verbinde es mit hier. Und ich würde von dem nach hier. Bei den Produktionen würde ich die Kaltstation auch reinmachen, ne? Ja. So, jetzt werden wir mal eben schauen, ob das auch was wird. Bei den Produktionen. Kalkstation Süd. Einschalten. So, Kalkstation Süd beladen. Kalk beladen. Feld 40 dann hinfahren. Schön langsam, vorsichtig. Müsste ja so klappen. Naja. Naja. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Eine Kollision. Sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt fährt er zu Feld 40 damit. Prima! Gut, du bist auch hier angekommen. Dann soll es das für heute wieder gewesen sein. Wir machen hier nächstes Mal weiter, ihr Lieben. Den schmeiße ich vorsichtshalber raus.
So. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch wieder einigermaßen gefallen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir, das hilft dem Kanal und damit auch euch weiter. Ich war, bin und bleibe der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.